kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Lobos. So, ich habe hier noch eine super geheime Höhle entdeckt. Die möchte ich jetzt gerne mal abtauchen, in der Hoffnung, dass ich dort die Lurkerbrut finde, die ich suche. Aber bei meinem Glück ist es wieder einfach nur so eine versteckte Untotenhöhle, die, naja, nichts Gutes für mich verheißt. Weil die haben wir ja auch in der letzten Folge gefunden. Mist. Ich dachte, jetzt habe ich hier was gefunden, aber es ist wohl nichts. Das ist ein Weg zurück, ein Weg nach draußen. Das ist ja mal schade. Ich dachte, jetzt finde ich die Lurkerbrut. Naja, vielleicht muss ich auch am Strand gucken. Vielleicht ist das der Weg. Ich könnte natürlich auch in dieses Waldstück hier gehen. Tut mir nur ein bisschen im Herzen weh, dass ich noch keine Tiertrophäen ziehen kann, aber der blöde Rocke oder Jocke, wie der hieß, der wollte mir das ja nicht beibringen, weil ich ein schlechter Jäger bin. Laut ihm. Dabei haben wir schon den ganzen Sumpf fast entvölkert. Naja. Schauen wir mal. Erstmal muss ich mich jetzt mit den Wolfis hier anlegen. Okay, das war doch ein grundsolider Kampf. Da hinten sind auch Leute. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist jetzt einfach wieder Banditen oder sind das? Doch, ich glaube, das sind Banditen. Heiler gibt's hier auch. Ich bin mal gespannt, ob die mich angreifen oder ob die mich einfach zufrieden lassen wie die anderen Banditen da vorne. Ich schätze mal, Keiler sind stark, oder? Was mir hier wieder gefällt, ist, dass das Gebiet sich so ein bisschen ändert. Einfach so ein kleiner Tapetenwechsel. Bandit, Bandit, Bandit. Ich habe ja noch eine Eiswelle. Könnte jetzt sehr nützlich sein. Deswegen laufen wir mal und gucken mal, ob die uns angreifen. Das liegt doch auf der. Geh bloß weg mit deiner Magie. Na bitte, geht doch. Ja, die sind nett. Ephraim. Aber der redet nicht mit mir. Rezept für Tempelsuppe. Früher habe ich den Geschmack dieser Suppe gehasst, aber jetzt vermisse ich oft das Tempelleben. Achso, das Tempelleben. Und den besonderen Geschmack dieses Gerichts. Für eine Portion ist dies ausreichend. Rotbuchensamen einstreuen, die Dragrot einwerfen, einen guten Rotwein dazugießen, zum Schluss mit geschnittenem Brot garnieren. Frage ist, was bringt das? Schon komisch, dass die mich nicht angreifen, ne? Aber für die Tempelsuppe haben wir die Sachen. Also, vielleicht ist die ja gut. Und glaub ja nicht, dass das. Das habe ich früher auch immer gesehen. So, ist hier schon Schicht im Schacht? Ist das schon Ende? Hier ist eine Höhle. Mit den Keilern. Schaffe ich die? Sind die stark? Sind die heftig? Die sind stark. Mich brauchst du das nicht.
Die sind schon stark. Womit denn? Das dachte ich mir doch schon fast. Womit denn? Mit deiner Hand. Viele von diesen Trollästen habe ich eigentlich schon. Da kann man sich nicht. Feuerfrucht 7. Ich meine, sind 7 stärker, ne? Immer wieder das Gleiche. Muss ich mir noch überlegen, ob ich die direkt einwerfe. Aber ich habe ja vielleicht noch diese leise Vermutung, dass daraus ein Rezept gemacht werden kann und dann waren 2 Stärke oder so. So, ja, dann versuche ich nochmal zum Strand zu gehen. Ich weiß echt nicht, wo ich sonst nach Lurkern suchen soll. Was sagt denn die Quest? Nur, dass ich das Buch finden kann. Aber das Buch haben wir gelesen und das Buch... Wo ist es? Ja. Ja. So, das muss eine Höhle weit weg von Menschenhand sein. Die Sache ist, ich habe ja auch alle Lurker soweit ausgerottet. Und den Sumpf habe ich jetzt soweit erkundet, denke ich. Ich glaube, es gibt nur einen Teilbereich, wo ich noch nicht war. Und das ist da, wo diese fetten Razor sind und die Drachen-Snapper. Tja. Ich gehe mal hier unten noch schauen. Und das Gute ist, hier ist auch ein Wasserfass, wo ich mich heilen kann. Von mir erfährt keiner was. Es war genau so, wie du sagst. Das ist eine schlimme Sache. Ich habe mir das schon gedacht. Das war noch schon vorher. Von mir hatte das nicht. Schön, schön, schön. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich habe so einiges gehört. Hier war auch noch ein Schattenläufer. Da ist noch so ein Ding. Höhle bei den Banditen haben wir erforscht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon alles geplündert habe. Ich glaube, da konnte man auch Gold hacken, ne? Wer noch was zu erzählen hier? Das kennen wir schon. Vielleicht ist da hinten irgendwo eine Höhle versteckt, so hier im Wasser. Das könnte ja sein, ne? Hier sehe ich jetzt keine. Ist auch keine unsichtbare Wand, so wie bei der anderen Stelle. Ja doch, ist schade. Da sind irgendwelche Kisten drin. Ja, da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wo war ich denn noch nicht? Hier ist auch schon eine unsichtbare Wand. Moment, irgendwo muss ja noch die Höhle vom Anfang sein.
Und da ist vielleicht noch ein bisschen was zu holen. Das könnte doch durchaus sein. Die war auf jeden Fall auch im Sumpf. Die Frage ist, wo ist die? Die habe ich noch nicht gefunden, ne? Kräftig dazwischen hauen. Das war doch schon vorher klar. Was ich auch machen könnte, ich habe ja wieder ein bisschen Kohle. Und wir haben auch Lernpunkte. Bin auch bald wieder Level up. Dann kann ich noch ein bisschen Einhandkampf lernen und dann bin ich schon Meister. Achso, war hier nicht auch noch eine Truhe, die ich aufmachen müsste, die da drin? Das heißt, jetzt muss ich wieder ein bisschen... Ach komm, den töte ich jetzt hier. Ja, Lappen. Was sind meine Krits? Ich dachte, bei denen mache ich schon mehr Schaden. Interessant. Ist zwar auch eine längere Kombination, aber egal. Muss es schaffen. Okay, das ist ja schon mal gut. Da sieh mal einer an. So, baller ich mir den direkt rein? Ich glaube ja. Auch. Verstehe. Oh, schwarze Perle. Ist wertvoll. Wir haben ja 5 Dietriche. Yay. Die darf ich auf jeden Fall jetzt nicht verschwenden. Gibt mir noch ganz wenig Erfahrung für ein Level Up. Da gibt es hier irgendwo noch eine Höhle. Hier war ja die Höhle, wo wir schon reingetaucht sind, aber vielleicht ist ja auch auf der anderen Seite hier noch eine. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Hier zum Beispiel. Okay. Oh Matt, dich muss ich auch töten. Level up will ich jetzt noch haben. Knüppel. Ja, bei diesem einen Jocke würde ich mir wünschen, dass er sagen würde, du taugst als Jäger nichts, aber von mir aus unterrichte ich dich, wenn ich dich, wenn du mich bezahlst, so weißt du? Das wäre, glaube ich, eine gute Lösung. Ja, das sind die krassen Viecher, aber die kriege ich sowieso nicht hin, weil die alle auf einmal kommen würden. Ja. Das sind so viel Schaden, die Dinger, ne?
Egal, ich will ihn weg haben. Die müssen weg. Hier ist wieder die Ausgrabungsstelle. Wo überlebe ich das noch bei dem? Überlebe ich nicht. Ihn noch getroffen hat. Tja, was habe ich davon? Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier langlaufe und dann so viel Zeugs wieder respawnt einfach. Hab ich. Ja, ich glaube, ich erstmal ein paar Kokosnüsse. Zumindest, dass ich noch eine Attacke überlebe und dann kann ich ja zurück ins Lager gehen und ans Wasserfass. Ach, mehr wollte ich gar nicht. Mehr wollte ich doch gar nicht. Naja, dann renne ich mal eine Runde, nachdem ich Einhandkampf verbessert habe. Waren hier noch gar nicht dran, ne? Gerade auf. Schlimm mit dieser Truhe. So, das gehört jetzt mir. Das Wasserfass bleibt mein bester Freund, muss ich sagen. So schön war. Ich glaube, ein paar Goldbrocken habe ich ja auch noch, ne? Bist du noch an Goldnuggets interessiert? Wie viele hast du eigentlich noch? Ein paar. Hier ist dein Gold. Zeig mir deine Ware. Soll ich noch was Gutes hier? Ich kann ja noch ein paar Sachen verkaufen, ne? Weiß nicht, der königliche Säbel. Den werde ich eh nie tragen können, aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch für irgendwas brauche. Das ist auch eine Einhandwaffe, das ist gut. Das ist auch eine Einhandwaffe. Das kann eigentlich alles weg, ne? Abgenutztes Schwert, Lurkerbiss, Kriegskeule, Hackenmesser, rostigen Schwerter, die Dinger. Ich glaube, das Kokosnussbeil behalte ich mal. Weil brauche ich das eigentlich noch? Nee. Wir haben ja. Das brauchte ich bisher auch nicht, aber vielleicht brauche ich es noch. Ja, zwei Waffen werde ich sowieso nicht benutzen. Also würde ich sagen, bin die weg. Armbrust will ich auf jeden Fall benutzen. Bögen können weg. Die Dinger behalte ich auch. Boah, schön. So,
Sachen überhaupt meine Werte? Ich habe genau 100 Stärke, interessant. Achso, wir haben, glaube ich, durch die Bücher noch ein bisschen was bekommen. So, wo ist der Heini? Möchte bei ihm lernen. Hey, du! Lass uns mit dem Training beginnen. So. Jetzt bin ich doch Meister. Geil. Geil, geil, geil. Dann kann ich noch ein bisschen Stärke lernen und dann können wir die bessere Waffe anziehen. Ich habe, ne? Ja, das Ding hier. Warte mal. Lass uns mit dem Training beginnen. Ist es bei ihm teurer als beim anderen? Warte mal. Egal. Lass uns mit dem Training beginnen. So. Kannst du mir was beibringen? Warum sollte ich? Ich kann dich bezahlen, aber sag mir erst, was ich überhaupt von dir lernen kann. Natürlich werde ich dir nicht beibringen, wie man kämpft, aber ich kenne mich in der Küche aus und stelle den Speiseplan für die Soldaten der Legion zusammen. Ich weiß, was man essen muss, um seinen Körper zu stärken, und dieses Wissen gebe ich an die Mitglieder unserer Einheit weiter. Denkst du, es ist unwichtig? Dann irrst du dich gewaltig. Wusstest du, dass der regelmäßige Verzehr von Äpfeln deine Kraft verbessern kann? Nun ja, niemand wird dir das sagen. Das hörte sich gut an. Aber du verstehst, ich habe nicht viel Zeit. Solomon und ich haben in der Küche viel zu tun, ganz zu schweigen von anderen Dingen. Deshalb kann mich nur eine anständige Summe Geld von meinen Pflichten ablenken. Na gut, wie wäre es mit 100 Goldstücken? Was du nicht sagst. Wie wäre es mit 200? 300 Goldstücke. Ja komm, ich geb's ihm mal. Ich will wissen, was er sagt. Hier hast du das Geld. Also, okay. Zuallererst solltest du immer gut hydriert sein. Verzichte auf Alkohol und trinke stattdessen Quellwasser, Kokosnussmilch und Milch. Das ist das Beste, was du trinken kannst. Der zweite Punkt ist die richtige Ernährung. Behandle deinen Körper nicht wie einen Mülleimer. Das nährstoffreichste Lebensmittel ist frisches Obst. Ich habe bereits über Äpfel gesprochen. Andere Früchte, die man regelmäßig essen sollte, sind Bananen und Graviola. Viele Soldaten essen sie, weil sie einfach gut schmecken und die verlorenen Kräfte schnell wieder auffüllen. Schließlich ist noch der Reis zu erwähnen, auf dem die gesamte Küche der Lobos basiert. Er ist billig und sehr nahrhaft. Wenn du ihn regelmäßig isst, wirst du voller Kraft sein. Manchmal gebe ich den Soldaten zur Abwechslung etwas Käse mit. Er ist fetthaltig und genau das ist der Punkt. Verweigere ihn dir auch nicht. Wenn du diese einfachen Tipps beachtest, wirst du deine Gesundheit erheblich verbessern. Danke für den Ratschlag. Ich werde deine Diät ausprobieren und sehen, ob es irgendwelche Ergebnisse bringt. Ich versichere dir, dass es Auswirkungen geben wird, aber rechne natürlich nicht damit, dass du dich nach dem Verzehr von 2 Bananen besser fühlst. Die Diät muss regelmäßig eingehalten werden. Du musst ein bestimmtes Lebensmittel essen, bis du das Ergebnis spürst. Und könnte ich bei dir zu Hause etwas zu essen bekommen? Ich kann dir nichts aus unseren Vorräten verkaufen, weil du kein Mitglied der Legion bist. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Fuad hat immer eine große Menge an Essbarem zu verkaufen. Ja, ich würde sagen, das ist doch gut, dann lade ich jetzt und weiß die ganzen Infos trotzdem. Aber ich meine, vieles davon weiß man auch so. Wo ist eigentlich dieser Solomon da vorne? Mal kurz einen von diesen anderen Eintöpfen hier kochen. Tempelsuppe ist für Mana. Okay, Mana brauche ich nicht. Heute Eintopf mache ich mir auf jeden Fall noch. Oh, wie viele kann ich davon machen? Nice. Kann ich das alles hier mitnehmen? Zimt.
Immer die maximalen Lebenspunkte werden erhöht, ne? Und das aber auch zum Heilen benutzen. Das dann immer erhöhen, ne? Wenn ich hier verletzt bin. Hey! Lass uns handeln. Ich sagte doch, die Waren sind für die Armee. Von mir bekommst du nichts. Jocke will mir nichts beibringen. Bist du ihm auf die Nerven gegangen? Dann wird es schwierig werden. Er kann wochenlang wütend sein. Gibt es jemanden im Lager, der mir etwas über die Jagd beibringen könnte? Der Begleitschutz Waska weiß sehr gut, wie man das macht. Leider ist er im Moment nicht im Lager. Es sei denn, du sprichst mit dem Händler, der nur vor dem Lager sitzt und furzt. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern, aber soweit ich gehört habe, kennt er sich mit der Jagd ein wenig aus. Sprich mit ihm, vielleicht kann er dir helfen. Woher bekomme ich all diese Zutaten? Braucht man wirklich bis zu 3 Sumpfhaizähne? Sumpfhaizähne verleihen dem Gericht einen einzigartigen Geschmack. Sumpfhaie sind in den Sümpfen nicht schwer zu finden. Jorke, der Jäger, weiß, wie man ihre Zähne bekommt. Sprich mit ihm. Den roten Pfeffer kannst du von der Liste streichen. Ich habe noch eine ganze Tüte hier. Ah, okay, ich hätte mal mit dem vorher schon sprechen sollen. Aber cool, ne? So gibt es zumindest noch eine Alternative. Okay, den lasse ich mal. Jago, hat der eigentlich noch was zu erzählen? Hey, du! Ja, alles klar. Der hier, ne? Ich habe gehört, du verstehst etwas von der Jagd. Ein wenig weiß ich. Bist du daran interessiert, es zu lernen? Sag ich doch. Aber weißt du, mein Freund, ich sitze hier ohne Geld, arm. Ich kann das nicht umsonst machen. Na gut, ich bezahle dich, wenn es sein muss, aber nimm mir nicht mein letztes Gold ab. Da du schon mal hier bist, die Legionäre wollen dir wohl nichts beibringen. 1000 Goldstücke. Du musst verrückt sein. Es tut mir leid, aber ich muss Geld verdienen. Versteh doch meine Lage. Wenn das so weitergeht, verkaufe ich meine Waffen bald als Schrott, um sie in der Schmiede einzuschmelzen. Ich verstehe, aber das ist einfach zu viel. Na schön, hör zu. Ich weiß 1 oder 2 Dinge darüber, wie man Häute abzieht und die Zähne von fiesen Kreaturen ausreißt. Ich nehme 500 Goldstücke von dir für das Erlernen von Häuten und 500 für Zähne. Du kannst selbst entscheiden, was du lernen willst. Du weißt auch, wie man Geld abzockt. Boah, ist das teuer. Das ist so eine Verarsche. Das habe ich jetzt davon. Ich brauche halt die Zähne für die Sumpfhaie, ne? Aber ich habe keine 500 Gold, aber fast. Zeig mir deine Ware. Fast. Ich glaube, ich verkaufe den jetzt. Weil ich werde den eh nie tragen können. Dann lerne ich jetzt Zähne. Bring mir bei, wie man Zähne reißt. Beim Entfernen der Zähne musst du vornehmlich darauf achten, dass das Gebiss beim Lösen vom Schädel nicht zerbricht. Danke. Und Reptilienhäuten und so, das lerne ich dann später. Aber wenigstens kann ich jetzt die Sumpfhaie töten und die Zähne nehmen. Der eigentlich jetzt mit mir? Warte, woher hast du das Fell? Ich kaufe gerne jede Reptilienhaut auf, die du mir bringst. In erträglichem Zustand, versteht sich. Interessiert? Kaufst du noch etwas anderes? Leider ist mein Budget ziemlich begrenzt. Also werde ich die anderen Trophäen nur zu reduzierten Preisen kaufen. Ich bin hauptsächlich an Reptilienhäuten interessiert. Alligatoren, Snapper, Razors, Lurker, Sumpfhaie und so weiter. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Wenn du genug Gold hast, habe ich auch einige Waren von Lobos hier. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Die Haut eines Lurkers. Diese Bestien sind nicht schwer zu besiegen. Waganhaut. Diese Reptilien gibt es hier in Hülle und Fülle. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Junge, ich hätte so viel Geld bekommen, ne?
Wenn ich das vorher gewusst hätte. Zeig mir deine Ware. Naja, was will man machen, ne? Das höre ich zum ersten Mal. Was will man machen? Auch unbedingt, Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich brauche unbedingt mehr Geld, damit ich das in Zukunft zumindest machen kann. Boah, ich hätte so viel Geld bekommen. Aber woher soll man das denn auch wissen, ne? Weil der Typ war so schweigsam. Ich hätte auch gedacht, dass der erst mit mir spricht, wenn ich schon Mitglied bin. Naja, aber das ist halt so beim ersten Mal durchspielen. Dann weiß man das nicht und dann wird der eine halt in das Fettnäpfchen und der andere in das. Und bei einem läuft es vielleicht auch von Anfang an perfekt. So, aber ich kann jetzt Sumpfhaie jagen gehen, das ist schön. Auch wenn ich die Haut eigentlich gerne hätte. Das eigentlich mitnehmen hier? Na warte, du Dreck! Sag es nicht. Ich töte dich jetzt auch alle. Gib mir so auf den Keks, ihr blöden Viechers. Doch, der lässt sich jetzt gar nicht treffen. Gut ist, ich kann ja jetzt meinen Kräutereintopf essen. Mich damit heilen und meine Lebenspunkte noch erhöhen. Blöde Laufattacke jedes Mal. Blöder Hai, komm ran. Alter, jetzt mache ich aber Damage. Jetzt ab. Verschwendet zwar jetzt gerade schon wieder Geld, weil ich keine Dings abziehen kann. Nur heute, aber. Die sind ja immer noch in Kapitel 1, ne? Und ich schätze mal, Kapitel 2 spawnt sowieso alles nach. Oder nicht alles, aber viel. Und dann ist das easy. So, jetzt haben wir auch 3 Zähne und dann können wir auch zurück. Ich weiß echt noch nicht, wie Dings sein sollen, ne? Diese blöden Lurker-Eier. So, wir sollten noch Graviola essen. Hier Lebenspunkte, ne?
Ja, die Äpfel kann ich auch noch essen für Stärke. Ich glaube auch, ich kann mir tatsächlich schon die Stärke-Boni reinpfeifen. Aber ich bin halt noch am Überlegen. Ne? Der Alchemist, der Biologe, hat auch gesagt, ich kann die direkt essen. Oh shit, ich bin ja schon voll. Kriegt ja auch echt schnell, ne, die Lebensenergie. So. Tja. Blöden Lurker. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viel Schaden. Hier sind ja auch noch ein paar Sumpfhaie. Aber wenn ich die ganzen Varan heute, ne, abgegeben hätte, boah, ich hätte so viel Geld bekommen. Und wie viele Varan ich umgeklatscht habe. Also da wir in Kapitel 1 sind, bin ich verhältnismäßig beruhigt. Hier schon? Zu Schattenläufer. In Kapitel 2 ist bestimmt alles wieder da und dann ist alles wieder gut. Ich bin echt ganz halt noch am Überlegen, ob ich mir doch die permanenten Boni jetzt schon reinpfeife. Es ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Einfach nur, weil der Biologe gesagt hat, hey, Olest kannst du am besten einfach so essen. Ich habe ein leichtes Misstrauen. Ein leichtes. Naja, wir gehen mal zum Koch. Müsste jetzt für den ja alles haben. Vielleicht kann ich ja auch ohne die Lurker-Eier die Grundausbildung weitermachen, weil ich habe echt keine Ahnung, wo die sein sollen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe alle Zutaten. Tatsächlich, es ist alles da. Gab es irgendwelche Probleme? Ich musste erst lernen, wie man die Zähne der Sumpfhaie erhält. Wenigstens hast du etwas über die Jagd gelernt. Willst du immer noch lernen, wie man einen anständigen Eintopf kocht?
habe ich nicht schon genug Probleme. Du hast gesagt, du würdest mich von der Soße kosten lassen. Sicher, aber die Soße ist ja nur ein Teil des ganzen Gerichts. Bis morgen müssen die Sumpfheizähne die ganze Nacht kochen. Lehre mich das Kochen. Für einen anständigen Eintopf braucht man ein paar Zutaten, aber vor allem braucht man Dragrot. Das ist ein beliebtes Kraut der Lobos-Küche. Die Wurzel muss weich werden, bis sie ihr Aroma verströmt und sich mit den anderen Zutaten vermischt. Außerdem brauchst du etwas rohes Fleisch. 2 Stücke pro Portion plus 1 Rabenkraut und eine Tüte roter Pfeffer. Gib zuerst die Wurzel hinein, dann das Fleisch und die Rabenwurzel. Den Pfeffer streut man erst ganz zum Schluss darüber, wenn das Gericht fertig ist. Meinst du, mir geht es besser? Davon müsste ich mir doch auch einige jetzt machen können. Ich habe noch ein bisschen. Das ist doch schon lange bekannt. Ja, ein Topf für Stärke. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Oh, ich kann viele davon machen. Ich glaube, ich baller mir jetzt doch alles rein, oder? Glaubst du wirklich daran? Ja, ich hau's mir rein. Ich glaube nämlich, Stärke lernen wird nicht teurer. Vielleicht werde ich es bereuen. Aber egal. Wir machen das jetzt. Es wird jetzt geballert. Ich kann nicht länger warten. Ich brauche das. Meine Meinung kennst du ja schon. Äpfel können wir uns auch noch reinballern hier. Reichen. Der war doch sturzbetrunken. Okay, die kann ich auch eigentlich behalten, um mich zu heilen. So, jetzt haben wir 124 Stärke. Kann ich sogar meine Machete tragen. Man selbst ist ja da nicht drauf gekommen. Nochmal ein bisschen ein Stück besser. Und in Zukunft muss ich mir auf jeden Fall den ganzen roten Pfeffer und so kaufen. Ne? Hey, du! Urt hat jetzt das heftige Schwert an. Zeig mir deine Ware. Und den Äpfel. Bananen hat er auch. Boah, die sind aber teuer, die scheiß Bananen, ne? Eis müsste ich eigentlich auch kaufen. Die hat er auch. Naja, dann warte ich lieber, bis ich ein bisschen Kohle habe. Ich brauche ja auch 500 Gold eigentlich, um Dings zu lernen. Zu lernen, wie man die heute noch zieht. Ja, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich die Lurker-Eier finden muss. Ich meine, ich war überall, ne? Das kann doch nicht so schwer sein. Hey, du! Das wird sich nie ändern. Wie geht es mit der Forschung voran? Alles läuft gut. Mach weiter mit deinen Aufgaben. Brauchst du wieder Hilfe? Kann ich dir bei der weiteren Forschung helfen? Ich brauche deine Hilfe im Moment nicht. Besuch mich später wieder. Wahrscheinlich erst, wenn ich Mitglied im Lager bin, ne? Bei ihm frage ich sicherheitshalber auch nochmal. Hey, du! Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Im Moment nicht. Ich muss mehr Tränke brauen. Kommt bald wieder. Wie läuft es mit deiner Forschung? Es dauert länger, wenn du unterbrichst. Okay. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Was machst du denn hier? Raus hier, sofort. Von mir erfährt keiner was. Sorry. Ja, vielleicht kann ich die Lurker-Quest auch später machen. Ich rede nochmal mit ihm. Bin ich schon bereit, in eure Reihen einzutreten? Du hast in kurzer Zeit eine Menge erreicht. Ich erteile dir die Erlaubnis, den Protektoren beizutreten.
Bist du bereit, dem Königreich treu zu dienen, seine Grenzen mit Heldentum und Schwert zu verteidigen und die Ehre unserer Legion zu wahren? Ich bin bereit. Bist du bereit, dein Leben zu geben und dein eigenes Blut im Namen von Lobos zu vergießen? Ich bin bereit. So wahr dir der große Orion helfe, der über uns alle wacht. Die Zeit ist reif für die letzte Prüfung, die deine Kampffähigkeiten unter Beweis stellen wird. Finde Soldat Linus und gib ihm diese Karte. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe. Brief von Lord Santos. Darf ich den lesen? Die Auserwählten der Götter sterben jung. Linus. Hey! Was sagt mir das? Ich jetzt eigentlich Sold? Wie sieht's mit meinem Sold aus? Ich habe gehört, dass du dich im Sumpfwasser gesuhlt hast, wie eine Wasserratte. Das sind die Art von Arbeitern, die wir brauchen. Das ist eine schlimme Sache. Danke. Hey, du! Linus. Ist Linus der gewesen, da wo der Wurm war, den Weg hoch, dieses Versteck? Kann das sein? Könnte sein, oder? Das ist so krass, wie ich am Anfang noch dachte, Alter, wie werde ich mich hier jemals zurechtfinden? Und jetzt hat man doch einen relativ guten Überblick gewonnen. Ich schau mal, ob das Linus ist. Der da hinten ein super geheim Geheimversteck war. Was steht hier? Hier oben eigentlich noch irgendwas? Also vielleicht ist hier hinter dem Geäst auch noch eine Höhle oder so. Aber wohl nicht. So, laufen wir mal hier lang. Dann da hoch. Ist das Linus hier? Ne, das ist Manto. Willst du hier weiter? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Gambi hat dich zum Feind erklärt. Ja gut, dann ist das hier nicht richtig. Ich meine auch, ich habe den Namen Linus mal gehört. Aber ich weiß echt nicht mehr, wer das war. Oder war das der, der im Tal sitzt? Den Namen leider nicht auf dem Schirm gerade. Habe ich die Lurker-Quest jetzt fehlgeschlagen? Nee. Das ist das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Dass Linus der ist, der da unten am Strand sitzt.
Wir werden sehen. Nicht, dann haben wir eben noch einen schönen Spaziergang durch den Sumpf gemacht, ne? Muss ja auch mal sein. Ach, das ist doch Linus. Aufseher Santos hat angeordnet, diesen Brief abzugeben. Ach so. Aha, ich verstehe. Ich muss zugeben, dass ich so etwas schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin hier, um meinen Wert für die Legion zu beweisen. Würdest du mir sagen, was es damit auf sich hat? Das wirst du gleich selbst herausfinden. Also, wollen wir gehen? Ich bin bereit. Folge mir. Okay. Und Linus hat einfach... Wenn du weiter am See vorbeigehst, wirst du eine Höhle entdecken. Deine Aufgabe ist es, sie aus den Händen der Banditen zurückzuerobern, damit unsere Leute dort mit dem Abbau beginnen können. Schalte jeden einzelnen von ihnen aus. Zum Beweis bringst du mir den Kopf ihres Anführers. Wenn du fliehst und sie von Soldaten oder Monstern getötet werden, hast du in unserer Legion sowieso nichts zu suchen. Noch Fragen? Wie viele Banditen sind es? Ich denke so 5 oder 6. Du sollst diese Aufgabe alleine erledigen, ohne Hilfe von irgendjemandem. Ich werde hier stehen und deine Aktionen beobachten. Gib ihnen Saures. Ja gut. Die Höhle haben wir ja eigentlich schon. Ah, die sind respawned. Halt! Wo willst du hin? Ich will mit deinem Anführer sprechen. Komm rein. Hä? Das bin ja ich? Suchst du Ärger? Jetzt nicht mehr. Was zum Teufel suchst du hier, Drecksack? Du gehörst nicht zu meinen Männern. Ich bin auf der Suche nach Lupino. Kennst du den Kerl? Haha. Habt ihr den Trottel gehört? Er fragt, ob ich Lupino kenne. Was willst du von ihm? Ich werde Hackfleisch aus ihm machen. Hahaha. Habt ihr den Idioten gehört? Der Typ ist witzig. Ich wette, Lupino würde vor Lachen platzen, wenn er das hören würde. Wenn das so ist, sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde ihm genau das Gleiche sagen. Direkt in sein fieses Gesicht. Seit wann können Leichen reden? Jetzt bist du dran! Oh shit, ich bin absolut in der Falle. Das kann ich schon mal laden, das ist ja scheiße. Halt! Wo willst du hin? Ich will mit deinem Anführer sprechen. Komm rein. Komm rein. Einfach voll nett. Was zum Teufel suchst du hier, Drecksack? Du gehörst nicht zu meinen Männern. Ich bin auf der Suche nach Lupino. Kennst du den Kerl? Aha. Habt ihr den Trottel gehört? Was willst du von ihm? Ich werde Hackfleisch aus ihm machen. Ha, ha, ha. Ich wette, Lupino würde vor Lachen platzen, wenn er das hören würde. Wenn das so ist, sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde ihm genau das Gleiche sagen. Seit wann können Leichen reden? Jetzt bist du dran! Du bist dran! Zeit für ein Duell. War schon eine krasse Aufgabe. Hat irgendein Bogenschütze was getroffen? Ah, das wird schwer. Nur, ich bin schon wieder fast tot einfach. Warum? Geeignet, um gegen 10 Leute gleichzeitig zu kämpfen, das kann ich schon wieder vergessen.
ist einfach zu hektisch. Das kann ich so nicht machen. Die auch überall von allen Seiten sofort kommen. Nee. Vergiss es doch. Darf ich hier Eiswelle benutzen? Ich hab das sogar noch ausgerüstet. Ich weiß nicht, wie ich das sonst schaffen soll, außer mit sehr viel Glück. Buch der Magie. Alter, ohne Eiswelle, ich habe keine Ahnung, wie man das ohne Eiswelle machen soll. Das ist einfach so ein Gewusel, ne? Also ich kann gegen so drei Leute gleichzeitig kämpfen und danach hört es halt auf. Ich bin die Banditen losgeworden. Hier ist der Kopf ihres Anführers. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Blut an den Händen ist keine schlechte Sache, wenn man für eine gute Sache kämpft. Gib das Stück Papier an Aufseher Santos zurück. Was wäre passiert, wenn ich an dieser Aufgabe gescheitert wäre? Was hatte es mit diesem Stück Papier auf sich? Wenn du versagt hättest, würdest du jetzt ins Gras beißen und ich hätte das Papier einfach ins Feuer geworfen. Bestenfalls hättest du wieder Bretter genagelt oder was auch immer du getan hast. Ganz einfach. Ja, dann bin ich aber ruhig, dass ich das nicht tun muss. Ich frage mich, wenn ich diese Höhle nicht vorher schon befreit hätte, ob dann noch mehr los gewesen wäre und wie man das dann hätte schaffen sollen. Naja, weil ich sie frage. Ja, ich würde sagen, das ist der perfekte Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ja. Mal schauen, was dann passiert. Ne? Tschüss.